Fast 1000 Kinder werden Schätzungen zufolge jeden Tag in Deutschland sexuell missbraucht. Diese Zahl ist so hoch, dass man sie gar nicht glauben mag. Und sexueller Missbrauch macht auch vor der Kirche nicht Halt. Gerade in der katholischen Kirche sind in letzter Zeit etliche Fälle aufgedeckt worden. Jetzt haben sich Katholiken aus dem gesamten Bundesgebiet in Hannover zu dem Thema ausgetauscht. Wir haben zugehört. Verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Dies ist nicht nur ein Buchtitel von Pater Klaus Mertes, sondern seit 2010 ein Leitmotiv der katholischen Kirche in Deutschland. Wie viel sich in der Kirche seitdem getan hat, war auf der Fachtagung Prävention in Hannover am 15. Juni deutlich zu hören. Ich stehe dafür, dass das, was Kirche, und das dürfen wir auch, glaube ich, nicht verheimlichen, falsch gemacht hat, aufzuarbeiten. Ähnlich, was wir heute in dem Vortrag gehört haben. Mit Präventionsmaßnahmen genau in die Wunde zu gucken, damit wir eben aufhören, nur aus dem Schutz der Institutionen heraus zu handeln, sondern wirklich zum Schutz des Kindes. Und dafür sind mir diese Fortbildungsmaßnahmen. Wir haben in diesem Jahr über 3000 Menschen zu diesem Thema geschult. Wir erfüllten damit auch einen gesellschaftlichen Auftrag, denn wir als Kirche, und das möchte ich mal hervornehmen, haben aus unseren Fehlern teilweise schon gelernt. Namhafte Wissenschaftler und Kirchenvertreter waren von der katholischen Erwachsenenbildung und der Fachstelle Prävention des Bistums Hildesheim zu dieser Tagung eingeladen worden. Fast 100 Teilnehmer, vor allem aus dem Bildungssektor, verfolgten die Vorträge und diskutierten in Workshops. Wie viel Mut hat es gekostet, sich dieses Themas 2010 überhaupt anzunehmen? Ich habe mich persönlich überhaupt nicht mutig gefühlt, sondern es war eine völlige Selbstverständlichkeit, als ich erfuhr von 3 ehemaligen Schülern, dass sie missbraucht worden sind und dass die Struktur ihres Missbrauchs den Rückschluss zulässt, dass es mindestens 100 Opfer gibt, war es für mich eine Selbstverständlichkeit, mich an die damaligen Jahrgänge zu wenden und zu sagen, hört mal, da Schlimmes passiert, ich bin bereit zuzuhören, ich will wissen, was gewesen ist. Aufklärung, Gerechtigkeit schaffen, Prävention. Dies sind nach Pater Mertes Grundvoraussetzungen zur Rückgewinnung des Vertrauens. Ich würde mir wünschen, dass immer mehr Bischöfe Gespräche mit Opfern, mit Betroffenen führen, um den Realitätskontakt zu haben. Das ist die Voraussetzung dafür, in diesem Bereich auf den Weg zu kommen und umzudenken. Ähnlich sieht es auch die Wissenschaft, die heute die Aufgabe hat, die Missbrauchsfälle aufzuarbeiten. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage. Die katholische Kirche als ein gesellschaftlicher Akteur ist in einem spezifischen Maße, sicherlich auch nochmal mit spezifischen Risikokonstellationen betroffen. Aber das auf Kirche zu reduzieren, wäre vollkommen falsch. Sportvereine, Schulen vor allen Dingen, die bislang noch lange nicht so gut aufgestellt sind, wie sie sein könnten. Andere Jugendverbände, aber auch die Fragen von sexueller Gewalt in Familie sind Sachen, die wir genauso diskutieren. Die Kirche sieht sich trotz vieler institutioneller Widerstände auf einem guten Weg. Wir sind erst auf dem Weg, noch lange nicht am Ziel. Aber ich glaube, mit unseren Sensibilisierungen schaffen wir eine Haltung. Und ich glaube, nur wenn wir eine innere Haltung schaffen, wie gehen wir miteinander um, wie wertschätzend sind wir miteinander, fängt dieses Thema an, auch Kraft zu gewinnen. Die Tagung zeigte es. Es gibt viel Gesprächsbedarf. Sprachlosigkeit gehört der Vergangenheit an.